Moin, herzlich willkommen zu einem weiteren Review, beziehungsweise zwei, diesmal wieder in alter Position, da mein Laptop gerade ein bisschen streikt und also zumindest das, die Kamera, und deswegen geht das, muss ich das über das Handy machen. Ich hoffe, es ist vom Sound, zumindest die Kamera ist am Handy besser, aber der Sound, da ich hier kein, ja, da ich da das Mikrofon nicht anstecken kann, ist ja auch egal, wir machen das heute so. Ja, zwei Reviews, einmal das neue Voices in the Throne Room Album und danach das aktuelle Fimir Album. Ja, womit fangen wir an? Genau, Voices in the Throne Room. Voices in the Throne Room, das siebte Werk und Nummer 2 nach dem Comeback vor der Thrice-Hufen. Ja, dann ein Video zur, ein ausführliches Video zu meiner, zu meiner Meinung zur kompletten Diskografie gibt es. Deswegen werde ich das jetzt nicht anschneiden, die Geschichte, und denn die ist recht umfangreich und das habe ich alles schon gemacht. Deswegen zu den wichtigen Sachen, zu den Neuerungen. Erstens, was noch nicht die Musik betrifft, ist, dass Voices in the Throne Room neuerdings einen europäischen Vertrieb haben. Vorher waren die bei Southern Lords, jetzt bei Relapse, wodurch es für uns Deutsche deutlich angenehmer ist, an die Alben ranzukommen, was ziemlich nett ist. Und ja, Nachteil ist halt, dass es schon 8 Millionen Farben gefühlt gibt. Aber das ist ja egal, muss man ja nicht kaufen. So, siebte Album. Wo fange ich an? Bei den Sachen, die auffallen. Nämlich erstens, es sind sehr kompakte Stücke. Wir haben insgesamt 7 Songs. Es gibt dann noch die Version mit Bonustrack. Den habe ich mir irgendwie nicht angehört, weil ich einfach irgendwie nicht so der Freund von Bonustracks bin. So, keine Ahnung. Ich höre gerne Alben und dann, ja. Auf jeden Fall, den Bonustrack habe ich mir jetzt noch nicht angehört. Irgendwann werde ich es bestimmt machen, aber jetzt für dieses Review ist der eigentlich relevant. Auf jeden Fall, es gibt auf der regulären Albumversion 7 Songs. Davon ist ein, das letzte natürlich, das Outro. Also ein reines Ambientstück. Und ja, ansonsten 5 bis 7 Minuten ist der Durchschnitt. Also verdammt kurz für einen Wolves in the Throne Room Song. So normalerweise war, wenn man jetzt nicht so zum Beispiel bei der Celestial Lineage die Zwischenstecken mitrechnet, war der kürzeste Song so bei 7-8 Minuten und dann aufwärts. Gerne auch mal 10, 12, 15 Minuten. Hier nicht. Das längste Stück, der Schlusssong vorm Outro, geht 10 Minuten. Und ansonsten sind wir sehr kompakt unterwegs für ein Voices in the Throne Room Album. Was auch damit einhergeht, dass nicht viel Platz bzw. gar kein Platz für ruhige Momente wirklich da ist. Es gibt keine wirklichen langen Intros, keine langen Zwischenparts, kein Ambient-Gedöns, kein Geklimper in Anführungszeichen. Das fehlt komplett. Also es gibt ein Ambient-Outro und im Long-Track gibt es einmal einen Klimper-Part. Also einen gezupften, ne, einen ruhigen Gitarren-Part. Das war's. Es ist sehr merkwürdig. Also für mich als langjähriger Voices in the Throne Room-Fan war es erstmal ein bisschen, ja, das fehlte mir ein bisschen so die ersten Durchläufe, aber dafür ist es sehr kompakt, sehr straight. Ich würde sagen, die Primordia Kader ist das straighteste Voices in the Throne Room-Werk bisher. Und es gibt auch Ungewöhnliches so. Zum Beispiel einer der Vorab-Songs, der Stück 4. Ja, Stück 4, Song 4 war es. Ich habe es nicht so mit Namen, aber es war der vierte Song. Der hat einen relativ finsteren Blast-Part am Anfang, wo der Gesang auch ungewöhnlich bedrohlich rüberkommt und deutlich tiefer ist, als was man gewohnt ist, bevor dann der Breed kommt und es dann klassisch Voices in the Throne Room wird. Aber der Part war schon recht außergewöhnlich. Und im Long-Track, im sechsten Song mit seinen 10 Minuten, da gibt es auch zu Beginn ein recht aggressives Riff, was auch
recht ungewöhnlich ist für Wolves in the Throne Room. Ansonsten haben wir genau das, was man von der führenden bzw. der ersten Cascadian Black Metal Band erwartet. Atmosphärischen Wald Black Metal mit vielen Emotionen, vielen Facetten. Diesmal nicht ganz so viele Facetten, weil der ruhige Part relativ weitestgehend wegfällt. Zwischen stürmischen Parts und diesen epischen mit Tempo-Parts, wo dann sich diese sphärischen Keyboards oder was das ist, über den Gitarren hinweg schweben und einfach ein unglaublich emotionales Album ist, was reifes Songwriting hat, also wirklich großartiges Songwriting. Meine Favoriten sind der zweite Song mit seinem epischen Anfang und Nummer 5. Nummer 5 ist sogar tatsächlich mein Fave-Song. Den habe ich sogar bei uns in der Redaktion. Wir haben ja immer so eine Playlist. Und da wird einmal die Woche nach unserem Lieblingssong und dann gibt es immer jede zweite ein Special. Und da habe ich den diese Woche eingereicht, weil das die letzte Woche mein Lieblingssong war. Der fünfte Song, weil der einfach von allen Songs auf dem Wolves in the Throne Room Album, die wirklich gut sind, hat der fünfte Song für mich die meisten Gänsehautmomente. Und die Melodie am Ende, die erst langsam gespielt, also wo das Schlagzeug erst langsam drunter spielt und dann das Schlagzeug bei derselben Melodie in den Blast-Part eingeht, also das hat schon Gänsehaut. Also der Song ist wirklich, der Longtrack, wie gesagt, der ist, hat ein ziemlich cooles, aggressives Riff und ist der einzige, wo mit einer gezupften Gitarre unterwegs ist. Und ja, was fehlt noch? Ach ja, es gibt diesmal kein Klagesang-Part. Das gehört ja, ist ja auch irgendwie fester Bestandteil der letzten Alben, wenn man jetzt mal das Ambient-Werks-List wegnimmt. Also von den regulären Alben war eigentlich auf jedem Album ein Klagesang-Part, sei es jetzt Thrice Woven, Celestial Lineage. Stimmt nicht, Black Lineage hat auch keinen. Okay, das war gelogen. Also Black Lineage war ja auch das Black Metal Album in dieser Trilogie, die mit Two Hunters anfing, dann über Black Lineage ging und dann mit Black Cascade ist also das schwärzeste und deswegen gab es auch. Aber es ist eigentlich fester Bestandteil, der ist auch nicht dabei. Der Sound ist verdammt gut, also wirklich richtig guter Sound, der wirklich dazu einlädt, sich tiefergehend mit dem Album zu beschäftigen. Vor allem, ich bin kein Musiker, deswegen kann ich das nicht beurteilen und so, aber für mich persönlich ist das der beste Drum-Sound, den man auf einem Wolves in the Throne Room Album je bekommen hat. Und summarum summarum ergibt das für mich ein verdammt starkes Album, was ich gerne mit 9 Punkten belohne. Die schwierige Frage ist, und das kann man natürlich jetzt noch nicht beantworten, das Album ist jetzt 2 Wochen draußen. Es ist 2 Wochen draußen und die finale Frage, wo man das im Wolves in the Throne Room in der Diskografie einordnet, welchen Stellenwert es hat und so weiter und so fort, wie man es persönlich rankt, das wird die Zeit zeigen. Es hat, zum Fazit, es hat sowohl neue Elemente, es hat viel Ballast weg, es hat leider, es ist das einzige Manko, mir fehlen halt diese ruhigen Parts, diese, die einen komplett rausnehmen und dann einfach, ja, die fehlen mir so ein bisschen, aber dafür ist es das kompakteste Wolves in the Throne Room Werk, wir haben das straighteste Wolves in the Throne Room Werk, wir haben 2-3 Momente, die ich so nicht erwartet hätte. Wie gesagt, der vierte Song, der Anfang. Und im Longtrack das eine Riff, das kommt sehr unerwartet. Und summarum summarum ist das ein verdammt starkes Werk, welches bisher zu den Jahreshighlights zählt. Also bei mir ist es so, ich ranke ja mein Ranking immer jeden Monat ein. Update ich das, sobald eine Bewertung für ein Album von mir feststeht, dann update ich das, damit ich nicht am Ende des Jahres immer diese Arbeit habe. Und da ist es momentan auf Platz 6. Tolles Album und ich hätte sie gern live gesehen in Münster.
Leider geht das doch nicht, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das mit Konzerten dieses Jahr noch wird. Und jetzt kommt das viel mehr.